Träumst du davon, reich zu werden und im Lotto zu gewinnen? Stell dir vor, du wachst auf und stellst fest, dass du den Jackpot geknackt hast. Eine lebensverändernde Summe von 50 Millionen Dollar. Der Nervenkitzel, die Aufregung, die endlosen Möglichkeiten. Was wäre, wenn dieses Glück vor Jahrhunderten von einer der rätselhaftesten Gestalten der Geschichte, Nostradamus, vorhergesagt worden wäre? Nostradamus, der für seine prophetischen Vierzeiler bekannt ist, hat die Welt mit Vorhersagen verblüfft, die scheinbar immer wieder eingetroffen sind. Im Jahr 2024 fällt sein Blick auf 6 glückliche Sternzeichen, die alle dazu bestimmt sind, sich im Glanz außergewöhnlichen Reichtums zu sonnen. Wir gehen seinen Prophezeiungen auf den Grund und verraten dir, welche 6 Sternzeichen zu großen Gewinnen bestimmt sind. Lass uns herausfinden, ob die Sterne zu deinen Gunsten stehen und ob ein lebensverändernder Jackpot in deiner Zukunft liegt. Nostradamus Vorhersagen für Tierkreiszeichen im Jahr 2024. Wenn wir uns näher mit den Prophezeiungen von Nostradamus für das Jahr 2024 beschäftigen, steht das Jahr des Drachen im Mittelpunkt. Den Vorhersagen des alten Sehers zufolge verspricht dieses Mondjahr für 6 bestimmte Tierkreiszeichen außergewöhnliches Glück. Laut Nostradamus werden diese Zeichen einen noch nie dagewesenen Glücksfall erleben, der ihnen Reichtum und Wohlstand jenseits ihrer kühnsten Träume bescheren wird. Die Prophezeiung, dass diese 6 Tierkreiszeichen im Jahr 2024 reich werden, hängt mit den Bewegungen des Jupiters und seinen günstigen Transiten zusammen. Jupiter, der Planet der Expansion, des Glücks und des Wohlstands, spielt bei diesen Vorhersagen eine wichtige Rolle. Während er sich durch verschiedene Häuser bewegt und sich mit anderen Himmelskörpern ausrichtet, schafft er Bedingungen, die reif für finanziellen Erfolg sind. Nostradamus' kryptische Verse weisen darauf hin, dass diese 6 Tierkreiszeichen im Lotto gewinnen werden. Ein unerwartetes und lebensveränderndes Ereignis, das ihnen immensen Reichtum bescheren wird. Aber welche Zeichen sind dazu bestimmt, sich in diesem neu gefundenen Reichtum zu sonnen? Schauen wir uns jedes Sternzeichen im Detail an und decken die Prophezeiungen auf, die Nostradamus vor Jahrhunderten aufgestellt hat. Stier, der unerschütterliche Stier. Der erste auf der Liste ist Stier. Stiere sind für ihre unerschütterliche Hingabe und ihr Geschick im Umgang mit Geld bekannt und bereiten sich auf ein reiches Jahr vor. Die Vierzeiler von Nostradamus deuten auf einen großen finanziellen Durchbruch für den Stier hin, der mit den ihm innewohnenden Qualitäten der Beharrlichkeit und des strategischen Denkens in Einklang steht. Nostradamus sagte voraus, dass Stiere im Jahr 2024 einen bedeutenden finanziellen Glücksfall erleben würden. Er führte dies auf ihre unerschütterliche Arbeitsmoral und ihr strategisches Herangehen an Chancen zurück. Die Prophezeiung besagt, dass Stiere eine seltene und lukrative Chance erleben werden, vielleicht einen Lottogewinn oder eine unerwartete Erbschaft, die sie an die Spitze der finanziellen Leiter katapultieren wird. Stell dir vor, ein Stier wacht auf und erfährt, dass er 50 Millionen Dollar im Lotto gewonnen hat. Ihr strategisches Denken und ihre akribische Planung kämen sofort zum Tragen. Sie würden ihren neu gewonnenen Reichtum sorgfältig verwalten und so für langfristige Stabilität und Wachstum sorgen. Stiere sind für ihre Liebe zu Luxus und Komfort bekannt. Und so ist es keine Überraschung, dass sie sich die schönen Dinge des Lebens gönnen würden. Von luxuriösen Urlauben bis hin zu Gourmet-Mahlzeiten würden sie ihre Gewinne genießen und gleichzeitig kluge Investitionen tätigen. Ihre Fähigkeit, den heutigen Genuss mit der Sicherheit von morgen in Einklang zu bringen, zeichnet sie aus und macht sie zu hervorragenden Verwaltern ihres Vermögens. Löwe, der königliche Löwe. Mit einem Gebrüll, das finanziellen Erfolg signalisiert, stürmt der Löwe ins Jahr 2024. Bekannt für seinen feurigen Geist und seinen grenzenlosen Ehrgeiz, ist der Löwe auf dem besten Weg, in diesem Jahr zu einem der reichsten Sternzeichen zu werden.
Nostradamus' Vorhersagen für den Löwen deuten auf eine Periode immensen Wohlstands hin, der durch ihre natürliche Führungsqualitäten und ihre charismatische Präsenz gefördert wird. Die Prophezeiung besagt, dass Löwen einen bedeutenden finanziellen Durchbruch erleben werden, wie zum Beispiel einen Lottogewinn, der ihnen immensen Reichtum bescheren wird. Für den Löwen wäre ein Lottogewinn von 50 Millionen Dollar ein entscheidender Wendepunkt. Ihre natürliche Führungsqualitäten und ihr Selbstvertrauen würden bei der Verwaltung ihres neu gewonnenen Reichtums glänzen. Löwen sind bekannt für ihr Gespür für Dramatik und ihre Leidenschaft, aus der Masse herauszustechen. Das macht sie zu perfekten Kandidaten für lukrative Unternehmungen in der Unterhaltungsindustrie oder in jedem anderen Bereich, in dem Kreativität und eine souveräne Präsenz gefragt sind. Die Prophezeiung von Nostradamus unterstreicht, dass der Weg des Löwen zu Reichtum von seinem unerschütterlichen Selbstvertrauen und seiner Entschlossenheit bestimmt wird. Ihr Geschick, kluge und rechtzeitige Entscheidungen zu treffen, und ihre Kreativität werden sie zu lukrativen Möglichkeiten führen. Als natürliche Führungspersönlichkeiten schwingen Löwen ihr Charisma wie ein Zepter, beeinflussen und inspirieren ihre Mitmenschen und sorgen dafür, dass ihr finanzieller Erfolg sowohl beeindruckend als auch wirkungsvoll ist. Jungfrau, der akribische Analytiker. Wenn dein Sternzeichen die Jungfrau ist, solltest du dich anschnallen, denn 2024 wird ein hervorragendes Jahr für dein Bankkonto werden. Jungfrauen sind bekannt für ihre akribische Detailgenauigkeit. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, die vielversprechendsten Investitionen zu erkennen und Entscheidungen zu treffen, die andere vielleicht übersehen. Die Vorhersagen von Nostradamus deuten darauf hin, dass Jungfrauen auf der Überholspur zu beträchtlichem Reichtum sind. Für Jungfrauen wäre ein Gewinn von 50 Millionen Dollar im Lotto ein Beweis für ihre sorgfältige Planung und ihr strategisches Denken. Jungfrauen sind Meister des Ressourcenmanagements und ihre praktische Herangehensweise an Budgetierung und Sparen bedeutet, dass sie nicht nur Geld verdienen, sondern auch ihr Nettovermögen im Laufe der Zeit intelligent vermehren würden. Ihre Disziplin und ihr Engagement für ihre beruflichen Ziele würden Beförderungen und Gehaltserhöhungen nach sich ziehen und ihr finanzielles Polster weiter aufpolstern. Mit ihrem unermüdlichen Streben nach Selbstverbesserung würden Jungfrauen stets informiert und qualifiziert bleiben, um von der nächsten großen Sache in ihrem Bereich profitieren zu können. Die Prophezeiung von Nostradamus hebt den Weg der Jungfrau zum Reichtum als einen Weg hervor, der von Präzision und sorgfältiger Analyse geprägt ist. Als Verkörperung der Entschlossenheit werden sich Jungfrauen voll und ganz ihren beruflichen Zielen widmen und sicherstellen, dass ihr finanzieller Erfolg sowohl substanziell als auch nachhaltig ist. Steinbock, der ehrgeizige Stratege. Der Steinbock ist ein weiteres auserwähltes Sternzeichen, das im Jahr 2024 einen wahren Reichtumsrausch erleben wird. Bekannt für ihren unerbittlichen Ehrgeiz und ihre akribische Herangehensweise an das Leben, sind Steinböcke auf dem besten Weg, im kommenden Jahr eines der reichsten Tierkreiszeichen zu werden. Nostradamus prophezeite den Steinböcken ein Jahr mit bedeutenden finanziellen Erfolgen, die auf ihre strategische Planung und disziplinierte Ausführung zurückzuführen sind. Die Prophezeiung deutet darauf hin, dass sich den Steinböcken eine große finanzielle Chance bietet, die ihren Reichtum erheblich steigern wird. Die Gelegenheit, 50 Millionen Dollar zu gewinnen, steht also auch für Steinböcke vor der Tür. Die Prophezeiung von Nostradamus betont, dass der Weg des Steinbocks zum Reichtum von strategischer Planung und disziplinierter Ausführung bestimmt wird. Ihre Fähigkeit, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln und ihre unvergleichliche Arbeitsmoral werden sie zu bedeutendem finanziellen Erfolg führen. Skorpion, der unverwüstliche Wandler. Wenn es um Erfolg geht, sagte Nostradamus voraus, dass auch Skorpione im Jahr 2024 im Rennen um Reichtum nicht zurückbleiben werden. Die Skorpione, die für ihre Widerstandsfähigkeit und ihre transformative Natur bekannt sind,
werden einen finanziellen Glücksfall erleben, der auf ihre Fähigkeit zurückzuführen ist, durch Umbrüche zu navigieren und gestärkt daraus hervorzugehen. Nostradamus sagte für den Skorpion ein Jahr mit großem finanziellem Glück voraus. Und die Prophezeiung besagt, dass Skorpione im Jahr 2024 im Lotto gewinnen könnten. Für Skorpione wäre ein Lottogewinn von 50 Millionen Dollar ein Beweis für ihre Fähigkeit, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Stellen Sie sich vor, dass ein Skorpion einen unerwarteten Geldsegen von einem vergessenen Verwandten oder den Karriereschub eines Partners erhält, der den gemeinsamen Konten zugutekommt. Skorpione sind bekannt für ihr strategisches Denken und ihre Fähigkeit, finanzielle Angelegenheiten mit Präzision zu regeln. Die Prophezeiung von Nostradamus hebt den Weg des Skorpions zum Reichtum als einen Weg hervor, der von Widerstandsfähigkeit und transformativen Veränderungen geprägt ist. Ihre Fähigkeit, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln, und ihr strategisches Denken werden sie zu bedeutendem finanziellen Erfolg führen. Als natürliche Navigatoren in finanziellen Angelegenheiten werden Skorpione dafür sorgen, dass ihr finanzieller Erfolg sowohl beeindruckend als auch wirkungsvoll ist. Fische, der kreative Visionär. Am Ende von Nostradamus' Liste steht das Sternzeichen Fische, das im Jahr 2024 den Jackpot knacken soll. Die Fische, die für ihre Kreativität und Intuition bekannt sind, werden einen finanziellen Glücksfall erleben, da sie in der Lage sind, ihre Energie weise zu kanalisieren und angesichts von Herausforderungen flexibel zu bleiben. Die Prophezeiung für Fische deutet darauf hin, dass Menschen mit diesem Sternzeichen immensen finanziellen Erfolg haben werden, höchstwahrscheinlich in Form eines Lottogewinns, genau wie die anderen fünf Sternzeichen. Die Prophezeiung von Nostradamus betont, dass der Weg der Fische zum Reichtum von Kreativität und Intuition geprägt ist. Ihre Fähigkeit, ihre Energie weise zu kanalisieren und angesichts von Herausforderungen flexibel zu bleiben, wird sie zu bedeutendem finanziellen Erfolg führen. Als natürliche Visionäre werden die Fische dafür sorgen, dass ihr finanzieller Erfolg nicht nur beeindruckend, sondern auch wirkungsvoll ist. Maximierung des Erfolgs im Jahr 2024. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ist es wichtig, die Weisheit des Nostradamus zu nutzen, um das Erfolgspotenzial zu maximieren. Veränderungen anzunehmen, sich auf neue Möglichkeiten einzustellen und sich auf das Unerwartete vorzubereiten, sind zentrale Themen in Nostradamus' Vorhersagen. Nostradamus betonte auch die Macht der Anpassungsfähigkeit. Wenn Jupiter am 9. Oktober in den Zwillingen rückläufig wird, solltest du dies als Anlass nehmen, innezuhalten und deine Strategien neu zu überdenken. Konzentriere dich darauf, deine Kommunikationsfähigkeiten und deine Flexibilität zu verbessern, Eigenschaften, die Zwillinge ausstrahlen. Jupiters Rückläufigkeit ist kein Rückschlag, sondern eine einmalige Gelegenheit, finanzielle und berufliche Strategien neu zu formulieren, indem du das, was dir nicht nützt, streichst und das, was funktioniert, stärkst. Glaubst du an die Vorhersagen von Nostradamus?